Jo, Leute! Weiter geht's bei Yu-Gi-Oh! Und wir haben hier welche gefunden, die auf der Treppe chillen. Und die haben wir schon mal besiegt. Duell. Letzter Part war sehr erfolgreich. Mal schauen, wie es jetzt läuft. Aber ich schätze, es wird gut verlaufen. Ich schätze. Und viele Grüße wieder an Multinickman. Und Akai und Fatalis 444. Jo. Und mein Spaß. Es geht mal rein. Victor, Tristan, Zane Truesdale und Panic. Oh, ich muss mal meine Deckung benennen. Startdeck klingt dann schon etwas schwul. Aber, naja. Ah ja, danke für 60 Abonnenten. Ich habe 60 Abonnenten. Ich bin so froh. Ich danke euch. Für die, die mich so fleißig abonnieren. Und dann ganz, ganz großes Danke an die, die dann auch Kommentare machen und so. Ihr seid die Besten. Hau rein. Ja, ich werde reinhauen. Und zwar in meine Fresse. Ja, Zane fängt wieder an. Oh, jetzt kommt erstmal Gold. Sarkophag. Wieso kann ich. Ah, und Zukunftsvision. Vision. Wieso sage ich nein? Keine Ahnung. Wie heißt das nochmal? Schreibt es in den Kommentaren. Das heißt, geh weg. Das heißt, oh, geh weg. Das heißt, unnötig. Es heißt, Zukunftsfusion. Hey, du bist so ein Penner. Oh nee. Scheiß Umbruchssachen. Ach, Kacke. Geh doch sterben, du Penner. So, erstmal die Kacke hier wegmachen. Kaveh. Und zack, boom. Wird Zeit, dass ich dein Monster bei Ferne. So, wir müssen zwar jetzt und nach dem Spielzug noch viele Lifebanks einkassieren, aber dann müsste es gehen, weil er eine ganz gute Karte noch hat. Und Moment. Für den Fall der Fälle lege ich mal Schildspurs noch verdeckt. Vielleicht dient es ja auch als Opfer für zum Beispiel Staubtornado oder sowas. Och nein! Wieso denn dieser hässliche Riesenorg? Sieht aus wie so ein. Oh Gott, ich hätte eine Falle aktivieren können. Das sieht aus wie so ein. Bäh! Das sieht einfach bäh aus. So, und jetzt. Oh Gott, nee, das ist so einer. So, jetzt muss er aber sehen, erstmal die geile Sache. Und zwar, ist der ein Idiot? Ach komm, er hätte doch wenigstens die Zauber- und Feinkarten davor wegschicken können, also von dem Typen. Und dann hätte er das schön machen können. Aber naja, ist auch gut gegangen. Hat er mal Glück gehabt, der Penner. So, jetzt ist. Egal. Oh, das wird schön mit Schildstoß. Oh, das wird schön mit Schildstoß. Das wird sehr schön. Oder? Ja, doch nicht. Hab mich vertan, Leute. Tut mir leid. Ich bin mal den coolen Typ. Es wird doch schön mit Schildstoß. Zack, boom. Ich wette, er wollte drauf hinaus deswegen angreifen. Doch nicht. Aber jetzt greifen wir ihn trotzdem an. Denn jetzt wendet sich das Blatt, mein Lieber. Versteht ihr? Yu-Gi-Oh!-Kartenblatt? Naja. Am Ende muss ich noch fallen, aber das passt schon. Ich hasse solche Karten, Leute.
Die sind auch immer noch behindert. Mal schauen. Oh, damn. Ja. Mach ruhig. Du wirst jetzt so zerstört, mein Lieber. Wenn du wüsstest, wie du jetzt zerstört wirst. Nein! Du bist doch so ein. Ah. Für den habe ich schon mal vorbereitet. So, und jetzt. Jetzt. Mein Gott. Jetzt kommt der. Der FGD. Ist das so eine Hammerkarte? Das ist so eine Hammerkarte von Zane. Kabam, ganze 5000 Angriffs- und Verteidigungspunkte. Zane. Bist du blöd? Moment mal. Nein. Och Gott, der ist doch so ein Idiot. Wieso macht er das? Wieso habe ich überhaupt Zane genommen? Wieso habe ich Zane genommen? Wenn jemand die Taktik verstanden hat, dann bitte schreibt sie mir in den Kommentaren. Dann entschuldige ich mich bei Zane persönlich. Geht zwar nicht, aber egal. Aber was macht der? Gott. So ein harter Fail, dieser Typ. Ja, du mich auch. Meine Güte, hat es jemand verstanden? So, ich brauche jetzt maximal Monster mit 1800. Ach nee, das passt. Habe ich vielleicht irgendeine Karte, die... Nee. Verdopple die Attacke. So. Ich hoffe, der hat jetzt keine Fallenkarte. Wuhu! Hey Leute, wir haben schon wieder gewonnen. Wir gehen ziemlich ab. Aber trotzdem, Zane, was war das für eine Aktion? Er hat einen 5000er Viech auf dem Feld. Und was macht er? Er macht erst danach, obwohl er schon davor hätte machen können, jetzt aktiviert er die Karte und auf einmal wird es wieder zerstört. Er ist so dumm. Naja, jetzt sind wir wenigstens wieder quitt von meinem Video, wo ich gefällt habe einmal, ihr wisst schon. Und wir sehen Crowder gleich wieder rumschreien. Bin der Floyd Gewinner? Crowder, stopp. Pennyfall sind die Gewinner. Alle lose Teams können gehen. Back. Und das Turnier ist immer noch nicht zu Ende. Entweder wir knüpfen uns nachher die vor. Oder die. Aber eins ist klar, Leute. Eins ist klar. Den kräftig schocken, wenn es zu Ende ist. Okay. Ciao.